Gruß, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Elodum zu einem neuen Part Mario Maker für den 3DS mit dem Zwergenfürst. Ja, wir sind hier in der Level aus aller Welt Auswahl. Okay, heute würde ich gerne mal die 100 Mario Herausforderung testen und ausprobieren. Ich würde jetzt einfach mal die Mario Herausforderung ablegen und beenden. Ich halte es nicht mehr für spielenswert für dieses Let's Play. Also würde ich mal sagen, die 100 Mario Herausforderung. Joa, hier haben wir das Menübild. Ich denke, das gibt's auch in der Wii-Version, der Wii U-Version. Mario Maker für die Wii U. Ich kenne die Wii U-Version leider nicht. Mangels Wii U. Aber ja, wir werden es mal versuchen. Vielleicht ist das halbwegs akzeptabel, dieser Modus. Wir werden es heute mal in einem Part ausprobieren und starten in leicht. Modus. Joa, was passiert? Prinzessin Peach wurde mal wieder entführt. In Bowser's Castle. Help! Genau. Und Mario. Joa, die Aufgabe ist jetzt, wir haben 100 Marios, also 100 Leben. Und ja, dürfen die nicht verlieren, weil wenn alle 100 weg sind, sind wir Game Over. Wir kriegen auch keine weiteren Leben, also. Oder doch? Ja, jedenfalls müssen wir mit diesen 100 Marios, mit diesen 100 Leben irgendwie zurechtkommen und irgendwie dealen. Und schauen, wie wir die Level schaffen. Mal schauen, wie sich das hier zeigt. Wie das herausstellt. Wie gesagt, ich kenne es noch nicht. Ich habe die Wii U-Version nicht gespielt. Ist eigentlich ein bisschen schlecht, ich weiß. Mit der 3DS-Version anzufangen. Und die Wii U-Version vorher nicht zu kennen, das macht ein falsches Bild auf die ganze Sache. Aber ja, ich kenne es ja so grob aus Let's Plays von Let's Play Markus war das, glaube ich, und Domtendo. Die haben das mal Let's Played und da habe ich das geguckt. Und dieser Unterwassertyp, die Krake hier, die nervt mich. Ich weiß jetzt nicht genau, wie sie heißt. Okay, wieder eine interessante Map hier. Ein interessantes Level. Okay, ein Stern. Nice, da kann ich auch durch die durch. Lohnt sich. Auch hier mal durch. Zack, dich krieg ich. Okay. Und das war vielleicht schlecht. Vielleicht, ich weiß es nicht. Also hier mal hoch. Nicht den Zahnrädern zu nahe kommen. Das sind keine Zahnräder, das sind Sägeräder. Was haben wir hier? Eine Feuerblume. Die nehme ich doch gern. Schön wäre es auch noch, wenn ich damit die Fratze dort abfeuern könnte. Uha, das sieht kritisch aus. Vorsehen. Ich habe immer noch 100, aber ich sollte mit dem Leben vorsichtig umgehen. Da waren es nur noch 99. Na denn. Machen wir einen neuen Versuch von ganz von vorne. Joa. Müssen wir irgendwie hinbekommen, mit den 100 Marios zurechtzukommen. Kann bei mir ganz schön schwer werden. Kennt meinen Mario-Skill. Das kann unter Umständen nicht sehr leicht werden, das Überstehen mit 100 Marios. Kann es schon gut sein, dass ich mal ein paar Marios verschwende für ein paar Fails. Ja, aber ich habe leicht geklickt, das heißt, ja, es dürfte für mich eigentlich in Ordnung sein. Also das Level sieht auch ganz gut aus, also bis auf diese Wasserdinger-Viecher.
Aber ja, komm. Ohne wäre es doch auch komisch. Ohne wäre es auch blöd. Eventuell mache ich dann im nächsten Part ein, ja, wie soll ich sagen, ein eigenes Level Let's Play. Da habe ich ein paar erstellt in der Freizeit. Vielleicht zeige ich euch erstmal, wie man ein Level hier baut in Mario Maker DS. Und dann danach spiele ich mit euch im Let's Play mal ein bisschen meine eigenen kreierten Level durch. Aber dazu dann im nächsten Part mehr. Dann sollte der nächste Part schon der Punkt sein, in dem ich meine Levels spiele. Dann würde ich auf jeden Fall gerne noch in dieser Let's Play-Reihe machen. Das bietet sich an, bei Mario Maker dann mal meine eigenen Levels zu machen. Andere Levels, Online-Levels, geht ja, glaube ich, nur begrenzt. Ja. Nur vorgeschlagene Levels, speziell von Nintendo ausgewählte Levels. Und die Online-Funktion von der Wii U haben sie leider nicht mit gemacht, haben sie nicht mit rübergebracht. Ja, aber man kann die Sachen von seinen Freunden spielen. Das war's, glaube ich. Ja, vorausgesetzt, man hat Freunde. da würde ich dann auch anbieten, wenn sich das mal anbietet. Genau. Also, wenn man sich irgendwo mal trifft, irgendwie auf einer Sommertour oder irgendwo auf einer Reise. Ich nehme überall hin immer mein Aufnahme 3DS mit. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, aber ich mache es immer. Und da, ja, da könnte man dann, also wenn ich dann mal wieder auf Reise bin und dann man sich zufällig trifft irgendwo in der Stadt. Vielleicht eventuell, wenn ihr Mario Maker für den 3DS habt, auch mal Levels austauschen. Irgendwann, dann kommt mal eine Fortsetzung von dem Let's Play, kann ich eure Levels spielen. Und ihr könnt meine Levels spielen, die kann ich euch dann gerne übertragen. Das geht mit dem in der 3DS-Version. Anders geht es aber leider auch nicht. Ja, jetzt rede ich so viel über die nächsten Parts, was ich machen will. Ja, reden wir mal über das, was in diesem Part passiert. Ja, mal wieder ein bisschen in-game statt off-topic. Und Real Talk. Real Talk. Genau so. Okay, die Blume gleich wieder verloren. Und das Gute ist, ich wäre sonst klein, wenn ich die Blume nicht gehört hätte. Also hat es schon irgendwie was gebracht. Ein Stern, der meinen Namen trägt. Na, Mario, oder was? Ja. Und der den Namen Mario trägt. Da fliegt er hin. Der Wumms. So. Ich habe mich nach den ganzen Berserker und Games jetzt mal entschieden, mit dem Mario-Modus aufzuhören, mit der Mario-Herausforderung. Ja, die war mir dann zuwider. Hat dann gesagt, nee, Leute, muss nicht sein. Haben wir hier noch gespielt, haben wir ein paar Welten durchgemacht, aber ja, irgendwann ist dann auch hier noch. Und so, beeil dich, Zwergi, beeil dich, Mario. Zack, hier runter. Und das wird wieder knifflig, wenn ich klein bin. Joa, gut. Lass dich nicht sägen. Okay, eine Taktik. Uah, das ist die falsche Taktik. 97 haben wir jetzt. Wenn ein Level zu schwierig ist, führe den Touchpen über den Touchscreen. Kannst du ein anderes spielen. Alternativ kannst du auch in diesem Fall Select gedrückt halten. Okay, so funktioniert das. So kann man dann ein Level überspringen. Okay, das ist jetzt hier ein nichts machen Level oder was? Okay. Kann es euch nicht richtig zeigen, wie man das überspringt, aber okay. Wenn das so geht, okay. Von hier aus. Und soll es auch gehen, diese Levels. Was steht da? Peace. Okay. Ja, geschafft. Perfekt, ich habe nichts gemacht. Spitzenlevel. Do not move, Fireworks.
Sweet Peach. Okay. Danke für das Level, Sweet Peach. Joa, zweites Level. Ein Level namens Don't Touch. Okay, wieder so ein... Okay. 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 Ja, am Ende hat es ein bisschen gespiegelt hier. Ja, es muss heute ein bisschen sein. Ich weiß, es ist ein bisschen suboptimal, aber danke dafür, Mickey. So, das nächste Level. So. Ich hoffe, ich kann hier auch mal wieder was machen. Oh, no. 3, 2, 1. Und dann kriegt man hier ein neues. Okay. Das Level soll mir recht sein. Wicklers. Okay, kommen wir mal zurecht. Wie steuert man den Tanuki? Kriegt ja scheinbar viele Tanukis. In diesem Level scheine ich es nicht richtig mitzubekommen, wie man Tanuki steuert, aber normalerweise eigentlich mit der R-Taste, aber wir reden jetzt ja nur so von Tanukis. Wimmelt es nur so von Tanukis. Also kann ich auch prinzipiell nicht klein werden. Ist wohl Herbst, hier fallen Blättern vom Baum. Okay, der Checkpoint. Lustiger Level. Okay, jetzt bin ich Feuerblume. Jetzt gibt es hier eine Menge Feuerblumen. Es regnet jetzt Wolken. Und auch an den Feuerblumen mangelt es nicht. Such hier mal oben rüber. Zack, zack. Zack, zack. Langsam bekomme ich auch ein bisschen Skill. Okay, hier drauf. Okay, ach, da oben ist das Ziel. Okay. Komisches Spiel, komischer Modus, komisches Level. Sogar schon. Okay. Zack, zack, zack. Komm, das kriegen wir hin. So schwer sind die Level hier gar nicht. Habe ich auch auf leicht gestellt. Also. Sehr gut. Für mich sowieso jede Menge Münzen. Okay, was hat das jetzt gemacht? Oh, okay. Diese Musik, die kann man auch dazu machen. 3DS. Die Sounds. Genau. Schon irgendwie lustig. Mario Maker. Finde ich lustig. Okay. Da mal hoch. Spucken die nur Münzen aus. Warum Münzen? Die Animation hier. Und an die Zielfahne. Naja. Ein ganz gutes Level war das jetzt nicht, aber ja, sind halt die leichten Level. Ja. Hier aus. Okay, was soll ich jetzt tun? Nicht an die Spitzen springen. Also genau das nicht. Ja, die Levelbeschreibung ist auf Japanisch. Guck mal, was soll ich machen? Sagt es mir. Bin zu doof. Das Level. Hier das nächste Level. Hops, die Hops. Zack und weiter geht's. Okay. Nein! Pilz! Ich brauche den größten Pilz. Münzchen. Das hol ich mir auch. Perfekt. Ein Galumba ist hier unten. Ach, das ist doch auch wieder schön. Hier ist Münzen drin. Das ist doch Mario World. Stil. Das erkenne ich. Habe ich zwar nie gespielt, aber erkenne ich trotzdem. Also hier oben ein paar Münzen abstauben. Okay, ein Leben habe ich schon. Warum auch immer gesammelt. Zack, hier hoch. Darunter sollten wir wahrscheinlich nicht fallen. Okay, wer ist denn das? Umhangtyp. Die Unterwelt. Okay. So kann ich auch was machen. Hier runter gibt es ein Item. Ja, ist ein neues Dingens. Neuen Umhang. Ja, den hätte ich mir holen können. Schade, schade, schade. Schade, Banane. Habe ich verpasst. Verpennt. Ich will da rein. Ich will da rein. Was ist los?
komme ich da nicht mehr rein. Komme ich da nicht mehr durch. Hallo. Hallo, Spiel. Okay. Was geht? So doof, da gehe ich nicht nochmal runter. Also nicht in Röhren gehen. Nee. Da bin ich entweder zu doof oder... Ja. Und das Prinzip zu doof. Ich komme einfach nicht durch die Röhre. Wahrscheinlich bin ich zu doof, aber... Ich mache es einfach mal nicht mehr. Münzen, 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 Münzen. Oh, und da habe ich gleich 50 Münzen. Bei 100 gibt es ja immer ein neues Leben, ein neues Leben. Zack, hier mal mit dem Umhang rüber düsen. Und schon habe ich ihn verloren. Nein, da gehe ich nicht nochmal rein. Spitzen, klasse. Okay, da wäre ich fast runtergefallen. Nicht killen lassen für durch irgendwelche Gegner hier. Kettenhund. Zack, hier hoch. Da links. Okay, muss da drauf oder muss da nicht drauf? Was geht? Zwei Blumen auf einem Dings. Hammerbrüder. Ah, das finde ich aber nicht Hammerbruder. Ah, das ist die Flagge hier. Das ist keine Flagge, aber so ein Dings. Das Ziel halt. Nice. Irgendwann doch geschafft. One up. Ja, Level beendet. Danke dafür, Ialo aus den USA. USA, USA. Okay, kann ich mir das irgendwie mitnehmen? Ja, kann ich mir irgendwie mitnehmen. Und dahin wollte ich es jetzt eigentlich nicht haben. Kann ich dich wieder mitnehmen? Ich hätte dich gerne mit. Vielleicht kann ich dich irgendwo gebrauchen. Okay, ich nehme dich mal mit. Ach, Kacke. Diese ganzen Gegner hier, das ist doch nervig. Ah! Marius, ach komm. Leute, darauf habe ich dann auch keinen Bock mehr. 3, 2, 1, 1. Next Level, please. Da gibt's was nach oben. Jede Menge München. Sprechen kann ich auch nicht mehr. Schon lange nicht mehr. Jede Menge Münzen unten. Okay. Eine Falle. Das ist eine Falle. Oh, nein. Ist nicht. Ans Ziel. Okay. Das ist seltsam. Schon geschafft. Nö, Mann. Das Level war zu kurz. Gewendet. Super Mario Adventure Title Screen bei Ban aus dem Vereinigten Königreich UK. Bowser's Castle. Au, 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 au. Was sagst du hier? Au. Okay. Bowser's Boss Battle oder sowas heißt das so ähnlich. Okay. Seltsame Sache hier. Ist echt der Karneval los oder was? Ich habe auch mal so ein leicht ähnliches Level gemacht. Dann werde ich euch alle mal zeigen, die Levels. Schreibt jetzt Zwerglevels in die Kommentare, wenn ihr das haben wollt, wenn ihr das im nächsten Part sehen wollt, meine Levels. Ich finde sie ganz in Ordnung. Die sind teilweise sogar richtig gut geworden. Mal hoch. Da, ich entschuldige mich nochmal für die grausame Grafik hier, für das geblendete Dings, aber es muss heute mal sein. Ist teilweise wirklich gut, teilweise schlecht. Ja. Ich weiß nicht, wie das heute ist. Das ist, ja. Ich werde es nachher sehen, wie ich das irgendwie zusammenschneiden kann, aber danke erstmal X-Lexi X für das Boss Battle 101, obwohl ich noch keinen Boss Battle gesehen habe. Aber egal. Oh, haben wir eine Welt geschafft, oder was? Tod. Mario, Prinzessin Peach wurde in eine andere Festung gebracht. Your Prince is in another castle. Okay, das sind die
Levels hier, die Macher von den Levels, die muss man natürlich auch noch zeigen hier. Okay, dann war's das für diesen Part hier. Ich glaube, ich nach oben sollte es euch gefallen haben. Ich guck mal, wie ich den zusammenschnipple jetzt hier. Ob da was halbwegs Anständiges draus wird. Wohl, bis zum nächsten Video. Haut, renne. Ciao, ciao.